Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal zum neuen Orakel. Das möchte ich gerne nennen. Was erwartet uns jetzt? Auf was sollen wir uns jetzt gefasst machen? Was sollen wir jetzt hören? Was ist jetzt wichtig für uns? Solange ich mische, mache ich nochmal den Hinweis, dass du alles, was du über mich wissen musst, in der Infobox des Videos findest. Da ist der Link zu meiner Homepage, die Angebote des Monats und der Link auch zu meinem Zweitkanal, wo es Tagesbotschaften gibt und wo es auch sonntags immer ein Goodie gibt. Das heißt, sonntags nachmittags um 15 Uhr gibt es immer Sternzeichen oder Elemente oder mal was Besonderes. Ja? So. Dann, meine Sendezeiten sind, obwohl ich da bestimmt demnächst was ändere, im Moment noch dienstags, freitags und sonntags. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über jedes Abo. Es kostet euch nichts und bringt viel. Und montags bin ich immer auf dem Astrolymp-Kanal bei Sven zu sehen. So, jetzt wenden wir uns mal der Fragestellung zu. Was sollen wir jetzt wissen? Was ist jetzt wichtig? Was müssen wir hören? Und hier kriegt etwas einen Schub nach vorne im Jetzt. Das geht einher mit einer sehr großen Erkenntnis. Also das sind so ganz viele Aha-Momente, die uns jetzt überschütten. Und diese bringen mit, dass wir in irgendeinem Bereich des Lebens runterfahren können und Unterstützung bekommen. Hier denke ich, dass da ist so ein Schlüssel drin, ne? Gleich in diesen Karten schon für das Jetzt. Irgendetwas wird dir helfen, irgendwo siehst du was, was du vorher nicht gesehen hast, was dir jetzt ermöglicht, dein Leben zu entschleunigen und dich unterstützen zu lassen. Also es ist schon mal mega. Jetzt gucken wir mit dem großen Blatt, was ich da sehen kann für das Jetzt. Und bleibt bitte dran, wir haben nämlich im Anschluss dann noch eine persönliche Botschaft für das Jetzt, was du persönlich hier hören sollst. Also, die Routen sind mir rausgefallen, ich mische jetzt nochmal durch. Ja, es geht darum, etwas in Bewegung zu bringen, was mit uns selbst zu tun hat, was wir bisher alleine getragen haben im Jetzt. Und hier liegt schon die Auflösung, ne? Hier kommt die Info, diese Erkenntnis, die wir hier auch hatten, die uns hilft, etwas runterzufahren, zu entschleunigen und da, wo man alles alleine gemacht hat, eben mit Unterstützung rechnen darf. Das kann hier im beruflichen Bereich sein. Das kann ja an den Dingen liegen, an denen du schon lange arbeitest. Und es dient dir hier sehr, eben jetzt dein Fundament zu verstärken. Wir haben den Anker im Haus des Baumes drin. Ne? Also das ist eine Erkenntnis, die wird auch dein ganzes Leben betreffen. Die verhilft dir tatsächlich zu kürzeren Wegen. Wir selber liegen im Haus des Glücks. Das ist auch schon mal gut. Denn dann dürfen wir natürlich auch mit positiven Wenden rechnen. Hier kann es auch sein, dass du beruflich irgendwie ein neues Kapitel aufschlägst, etwas dazulernst, eine Erkenntnis bekommst, wie du mehr Stabilität in deine beruflichen Themen kriegst. 12, 4, 6, 8. Hier ist es sehr spannend bis jetzt, wenn wir fragen, was möchte das Leben uns jetzt oder heute sagen, was ist wichtig für jetzt oder heute, dann haben wir hier, dass wir eine Zeit lang sehr verstrickt in bestimmten Bereichen waren und dass das auch gut so war. Also hier ist ein zeitliches Ausgebremstsein, hier waren uns Dinge nicht klar und genau dafür kommt jetzt dieser Aha-Moment, diese Erkenntnis. Es kann auch sein, dass einige hier tatsächlich von einer Lebensphase in die nächste purzeln. Wir haben nämlich den Baum im Haus des Sarges drin. Das heißt, da ist einiges an Umbruch im Jetzt, die auch das ganze Leben, das ganze Leben verändern könnte. Das einhergeht mit Konflikten, die man hatte, aber nicht lösen konnte. Und hier arbeitet jetzt die Zeit für uns. Die Tür, die hier aufgeht, die liegt hier vor allem im emotionalen Bereich. Es liegt die Tür
im Prinzip so, dass etwas nach vorne geschoben wird, emotional, um dann beendet werden zu können. Also etwas zeigt sich nochmal, um dann in eine gelassenere Energie zu gehen. Die Tür, die hier aufgeht, liegt im Hause der Blumen. Hinter der dürfen wir also Geschenke erwarten, auch emotionale. Hier geht es darum, Verletzungen aus der Kindheit umzubiegen. Auch hier liegt das Buch sehr zentral, diese Erkenntnis, dieser Aha-Moment, dieser Wow-Effekt. Und ermöglicht dir eben jetzt mit sehr viel Leidenschaft die Dinge neu zu beginnen, ohne dieses starke Gefühl des Leerlaufs auch. Hier liegen Neubeginne, die du hier auch tatsächlich mit Seelengefährten hast. Für einige zeigen sich hier langjährige Freundschaften. Das können Menschen sein, die kennt ihr schon aus der Kindheit oder eben sehr lange. Die sind mit euch bestimmte Wege gegangen und auch da habe ich das Gefühl, von da kommen die helfenden Hände her. Hier kann es sehr viel darum gehen, dass man etwas kreiert, das man sich vorher auch nicht zugetraut hat. Man hatte das Gefühl, das kriege ich alleine nicht hin, meine Emotionen stehen mir im Weg, die verschließen mir eigentlich die Tür. Da sind Ängste, da ist irgendwas, was vielleicht auch Verletzbarkeit mitbringt. Und genau um das geht es. Die Neubeginne, die hier liegen im Jetzt, die können voller Leidenschaft, voller Stabilität und voller Verbindlichkeit sein. Und es zeigen sich hier Wege, die liegen unter einem guten Stern. Die bringen dir auch so, wie soll ich es nennen, ein seelisches Ja mit. Also ich höre das förmlich so, dieses Ja, endlich, und ich mache jetzt und jetzt weiß ich auch wie und ich traue mir das auch zu. Also durchaus auch diesen eigenen Push, den dein Leben dir gibt, um dass du wieder hier an den Start gehst, die Dinge mit Lust und Leidenschaft tust und dir auch zutraust und dich nicht ausbremsen lässt von diesem Gefühl, ich habe kein Vertrauen in mich oder ich traue mir dies oder jenes nicht zu. Spannend ist jetzt Folgendes. Im Jetzt haben wir das Kreuz im Haus der Sterne drin. In der Spiegelung haben wir die Tür. Das ist schon so eine Sache. Da geht eine Tür auf, da habt ihr lange, um Prozesse abzuarbeiten oder auszuleben, gebraucht. Und am Ende habt ihr auch schon gar nicht mehr dran geglaubt, weil immer wenn ihr das Fundament gespürt habt, war wieder ein Umweg zu gehen oder es hat sich eine Unklarheit aufgetan. Und das finde ich hier sehr spannend. Wenn ihr irgendetwas habt hier mit den Ämtern oder Behörden, dann ist auch so, dass ihr hier da, wo es blockiert war, vorankommt, dass es endlich dieses Wissen gibt, das ihr braucht, dass sich das Buch eröffnet, um euch hier ein Fundament zu bringen. Ja, im Hause der Freundschaft liegt das Haus drin. Das ist das, was ich hier oben meinte. Es geht sehr stark um die helfenden Hände. Ich lege sie mal kurz auch nochmal nebendran, die hier aus diesem Bereich kommen, wo ihr die Leute schon kennt, die euch lange begleitet haben, die euch vielleicht auch immer wieder dieses Gefühl gegeben haben, gib nicht auf, mach weiter, glaub an dich. Hier gibt es neue Wege, die sich dann auch lohnen. Und das scheint hier sehr wichtig zu sein im Jetzt, dieses Fundament zu haben, das einem hier hilft, emotional getragen zu sein. Ich habe hier Lösungen im Jetzt, die kommen von außen. Ja, auch mit. Das Außen liegt hier im Hause der Störche drin. Das Kreuz liegt in der Korrespondenz, die Tür, die aufgeht. Und hier im Haus des Außens, des Parkes, liegt die Lösung drin. Das kann zwei Dinge bedeuten. Einsteils, zeige dich mehr, werde gesehen, gehe raus mit dem, was du vorhast. Oder nutze den Moment auch gesehen zu werden, so wie du bist. Ich denke, dass das, ich werde gesehen, so wie ich bin, und es könnte mir unangenehm sein, hier eine riesengroße Rolle spielt. Ich meine, da gibt es einsteils die halten sich zurück und denken an Zweifel und an nicht genügend sein, und dann gibt es die hätten es
eigentlich nötig und die machen es einfach. Ne? Diese zwei Gruppierungen gibt es und diese Gruppierung ist für mich die, die sich durchaus trauen können, aber doch drunter stapeln. Das Jetzt bietet hier mit dem Außen, mit den Freunden, die euch tragen, mit der Unterstützung, mit der moralischen, seelischen, eine Möglichkeit, den ganzen räumlichen, häuslichen Bereich des Umfelds in eine Phase oder in ein Gefühl der Loyalität zu bringen. Von hier aus sind auch wieder Veränderungen möglich, um gemeinsam eine Lösung herbeizuführen, wo das Weiterkommen lange verborgen war oder mit Hindernissen behaftet oder ja, wo es vielleicht auch nur eine Sehnsucht war. Es geht darum, etwas auf die Erde zu bringen. Aus der Entscheidungslosigkeit oder der Unfähigkeit, sich zu Entscheidungen zu treffen, eine Brücke zu nutzen, die einem im Umfeld von einer auf die andere Seite hilft. Und die Brücke hier, die liegt unter einem guten Stern. Hier kann es durchaus auch sein, dass dir im Jetzt eine Brücke wegfällt, aber das ist dann die, die dich sowieso nicht weitergebracht hätte. Ne? Du hast vielleicht schon lang versucht, über diese Brücke zu gehen, aber es ging eben nicht. Und das ist das, was jetzt vorangetrieben wird, diese Erkenntnis, einen anderen Weg zu wählen. Ich lege das mal nebenhin. Ja, im Jetzt und in dem, was wir hören sollen, haben wir hier einen ungesehenen Schatz. Ja, hier liegt die Schatzkarte im Hause des Buches drin. Und das schon eine ganze Zeit lang. Wir selber korrespondieren damit. Ich habe den Schutz drumherum, das Haus, die Störche, die Veränderungen, die auch das Umfeld mitreißen können. Und es ist vielleicht noch nicht so ganz greifbar für dich, aber hier oben liegt dann das Buch, in welchem Haus die Schatzkarte liegt, im Haus des Hauses. Das heißt, deine Umgebung wird es dir eröffnen, du wirst es erkennen, du kriegst die Info, die du brauchst. Und im Haus der Ringe liegt die Schutzkarte drin. In der Korrespondenz haben wir tatsächlich den Baum. Also es geht darum, verbindliche Dinge zu klären, Momente abzugeben, in denen man sich etwas nicht zugetraut hat oder sich versteckt hat vor diesem Weg. Es geht darum, irgendeinen Stress abzulegen. Das hatten wir hier ja auch, ne? Slow down. Wir haben nämlich in unserem eigenen Haus hier die Eulen drin. Ja. Hier ist man aufgeregt, hier nervt einen was, hier gibt es vielleicht auch unterschwellig Stress. Das kann hier mit dem Beruflichen zu tun haben oder an sich, so dass die Leidenschaft fürs Leben fehlt. Dass man denkt, ich würde ja gern irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Und vielleicht ist mir das oder das auch zu viel, aber wenn einem was zu viel ist, dann ist es ja auch kein leidenschaftlicher Weg, dann ist es einfach etwas, was eine Option wäre, aber am Ende bringt es nicht viel. So, die Sachen, die hier liegen im Jetzt, die uns runterbringen, die uns Unterstützung bieten, die führen hier zu sehr viel Harmonie. Also Frieden, Harmonie, Ausgeglichenheit, wo vorher so diese Stagnation, diese Alleingänge auch waren, dieses mit sich selbst ausmachen. Und hier auch nochmal beim Rösseln haben wir echt Thema, da brennt ihr wieder dafür, da geht das Vertrauen in euch auf und da habt ihr am Ende auch die Mittel, die ihr benötigt. Wenn ihr euch das jetzt nochmal anguckt und wir fragen, was erwartet uns jetzt, was sollen wir jetzt hören? Die Finanzkarte liegt hier im Haus der Sonne, beste Qualität. In der Spiegelung haben wir hier den Schatz. Also der liegt allerdings hier noch im Verborgenen. Das wird uns jetzt diese Erkenntnis noch bringen, wo das herkommt. Da ist die Zeit auch dafür abgelaufen, eine Brücke zu nehmen, die dann nachher doch einbricht oder eine nicht ans Ziel führt. Und das sieht man hier auch speziell finanzieller Art.
Die unteren Karten, die sind hier besonders schön. Ich muss die Kamera kurz verstellen. Denn auch hier wird gesagt, seht ihr alles? Vielleicht noch ein kleines bisschen. Beziehungsdinge, hier liegt der Schutz, ne? Hier liegt der Herr, ein Gegenüber. Er korrespondiert hier mit der Sonne. Wir haben das Herz, das geht auch ein bisschen an die Seelengefährten, an die unterstützenden Personen. Es geht darum, gemeinsam was zu erarbeiten, was sich finanziell auswirkt und eine Herzensangelegenheit ist, wo auch jetzt hier plötzlich die Lösung herkommt. Wo soll es denn herkommen? Und im Hause der Arbeit haben wir noch die Blumen drin. Hier ist so eine sehr schöne Energie, im partnerschaftlichen Bereich aufeinander zuzugehen, etwas Gutes zu formen, auch eine Person kennenzulernen, die einen sehr berührt, die einem neue Türen öffnet. Und hier habe ich im Hause des Kreuzes die Sonne drin. Das Kreuz liegt hier im Haus der Sterne. Also eine wunderbare Auflösung einer Zeit, in der man sehr hinterhergehangen hat oder die Zeit nicht für einen gearbeitet hat. Und diese Pushkarte vom Anfang, die liegt jetzt auf dem Boden. Die kann ich jetzt nicht aufheben, sonst ihr wisst es aber, ihr habt es ja gesehen. Und genau da kommt dieser Push her. Der Push betrifft praktisch die Situationen, wo man vielleicht auch keinen Ausweg so richtig gesehen hat und sehr aufgeregt war deshalb oder auch Konfliktpotenzial mitgebracht hat. Hier unten haben wir den Hund. Das ist das, was ich hier meine, die helfenden Hände, die Unterstützungen, das Umfeld, das einen auch trägt. Und wir gucken hier noch nach dem Impuls für genau jetzt. Was sollen wir jetzt wissen? Was erwartet uns jetzt? Die unerwartete Wende kommt hier, die uns sehr viel mehr neue Lebensenergie mitbringt. Wow. Ihr Lieben, ich mache im Anschluss, jetzt bleibt bitte dran, noch eine Legung, wo ihr persönlich gucken könnt. Ich denke, ich mache es auch mit einer neuner Legung, sehr speziell. Was ihr jetzt wissen sollt, was genau für euch jetzt dran ist, was man im Jetzt braucht, was uns jetzt erwartet. Ansonsten wünsche ich euch hier noch einen schönen Abend. Wenn ihr nicht weiter guckt, ich drücke euch und bis bald. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ihr habt hier zwei Lenormands zum Auswählen. Einmal das Golden Magic Lenormand von Gabi Mokros und einmal das Gulliver Lenormand, um dass wir hier nochmal genau angucken, was erwartet dich jetzt speziell, was sollst du jetzt hören. Und ich nehme dann noch die Antworten der Engel dazu. Ich kann mich heute nicht entscheiden, ich würde hier zu diesem tendieren. Ich lege es ab mit einer Neunerlegung, damit wir auch viel Ergebnis kriegen. Guckt mal, wie interessant. Auch hier haben wir in der Mitte wieder die Eulen. Es ging ja in der Hauptlegung drum runterzukommen. Und das haben wir hier mit dem Stern auch sehr schön. Es kommt etwas in Bewegung, das uns Klarheit bringt, Glück, das uns ein bisschen auf die andere Seite des Lebens mitnimmt und das auch noch in Kürze. Eigentlich haben wir hier zweimal die Glückskarte drin. Das ist so irgendetwas, das wird dich beglücken und auf dem kleinen Weg auch richtig glücklich machen oder erleichtern oder dir den Stress wegnehmen. Was hier auch noch wichtig ist in dieser Legung, da die Eulen sich in die Mitte legen, lass dich nicht stressen von irgendetwas, was dir die anderen mitgeben, an Geschwätzigkeit, an Themen, an das ist so wie, lass dir dein Licht nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Ja, hier haben wir die Blumen noch dabei. Also hier sind Geschenke, Glücksmomente, Gott sei Dank mische ich, die sehr beruhigend sind, die sehr den Alltag behelligen, verschönern. Das kann beruflich hier sein, kann aber auch einen beruflichen Stress wegnehmen, eine Erleichterung beruflicher Art. Die Berufskarte steht hier unter einem guten Stern, aber auch alles das,
an was du lange arbeitest, was dich sehr viel Nerven gekostet hat. Hier haben wir auch wieder, guckt wie im großen Blatt, die Freundschaften. Ja, es kann hier auch sein, dass ihr neue Menschen ins Leben zieht, beruflicher Ebene, die euch irgendwie ein Stückchen weiterbringen, dass ihr die, die ihr schon habt, dass ihr die immer wieder auch gerne mit einbezieht, weil sie euch einfach stützen. Und es geht um Loyalität, um Treue, um ein stabiles Fundament, das jeden Stress auch aushalten kann. Für die einen oder anderen kann es auch sein, sie kriegen eine berufliche Entlastung, die kommt über die Kollegen. Muss, glaube ich, ein bisschen hoch. Wir haben uns selber dabei in der Legung. Die Kraft, die Größe, die eigene Stärke. Für einige in dieser Legung kann es ja auch sein, sie versöhnen sich mit der Vergangenheit aus. Sie können irgendetwas, das in der Vergangenheit lag, ruhen lassen. Und hier habt ihr mit dem Buch noch, dass einige von euch sogar einen neuen Menschen kennenlernen, der sich hier noch offenbaren wird. Eine Person, die sehr viel Weisheit, sehr viel Vertrauen mitbringt. Kann eine gute Freundschaft sein. Das kann aber auch tatsächlich jemand sein, von dem ihr träumt, oder ein Ex-Partner. Ja? Und auch hier haben wir mit dem Buch die große Erkenntnis. Die hatten wir im anderen Blatt auch schon. Wenn ich es nochmal vorhole, ne? Den Push hatten wir noch, dass etwas nach vorne geht. Mit dem Schiff habt ihr natürlich das Weiterkommen, die Expansion, die Träume. Hier kann sich vielleicht sogar ein Traum verwirklichen irgendwie. Sogar sehr gut mit den obigen Ausgangskarten. Und auch wieder spannend, ne? Das Buch am Ende und die Erkenntnis, wo hier Unterstützung herkommt. Wir gucken mit den Antworten der Engel, was die uns mitgeben. Jetzt habe ich hier ein riesen Durcheinander. Moment. Wunderschön. Friedliche Lösungen sind hier zu sehen. Ein Stückchen Frieden in diese Aufregung, die hier liegt. Und es liegt ganz an uns, wie wir uns entscheiden, ne? Du hast hier die Wahl, du hast hier die Erkenntnis, und das Ganze wird auch, wir haben es von jetzt, ja, in naher Zukunft sein. Wunderbar, dann gucken wir uns die andere Neuanlegung an. Ja, spannend, ich bin richtig euphorisiert. Was kriegt ihr, was sollt ihr eben jetzt wissen, hören, was ist wichtig für euch? Es geht um euer Leben, euer Wachstum, eure Vitalität, eure Stabilität. Es geht um lange Prozesse, die euch schon lange begleiten, wo ihr irgendwie auch den Blues hattet, ne? Vielleicht auch schlaflose Nächte, Gefühlsschwankungen, wo ihr gedacht habt, meine Intuition spricht so laut und ich höre doch die Antwort nicht. Weil es irgendwie dann auch wieder gibt, so Befürchtungen, die da ausgelöst werden. Es geht hier stark um den männlichen Part in dieser Legung. Es kann natürlich sein, ihr habt hier eine partnerschaftliche Situation, die euch schlaflose Nächte gemacht hat. Es kann auch sein, ihr habt hier sehr viel investiert. Also diesen gebenden Part gelebt, um Wachstum zu kriegen. Es kann ja auch im finanziellen Bereich sein. Ne? Irgendwas zeigt sich, wo ihr sehr viel gegeben habt oder wo ihr vielleicht auch Verstrickungen mit anderen Personen habt, die hier in den Finanzen Wachstum mitbringen. Für mich sieht das Ganze aber auch wieder nach Seelengefährte aus, wo man ja auch dieses seelische Konstrukt, diese Emotion dabei hat. Kann auch aus der Vergangenheit sein, dass man da viel investiert hat. Und ihr habt hier die Lilien. Also etwas wird jetzt wichtig sein. Kriegt ein stabiles Fundament hier in den Finanzen, in Familienthemen,
Ihr spürt da, wo ihr sehr unruhig wart oder beunruhigt, wieder mehr die Wurzel. Auch interessant, dass hier wieder die Eulen kommen. Die Eulen scheinen hier der Stressor an sich zu sein, für was die Karte auch ein bisschen steht. Hier geht es darum, Dinge, die ihr auch nicht erkannt habt. Der Fuchs sagt auch immer, irgendwie läuft was falsch, irgendwas nimmt eine Richtung, wo ich jetzt einen klugen Zug brauchen könnte. Vielleicht war irgendetwas Unehrliches da, das euch beunruhigt hat, familiärer Zwist. Bedenkt bitte, diese Sachen, wo der Fuchs liegt, wo man auch davon spricht, ach, Unehrlichkeit und so. Es muss nicht mal so sein, dass dich jemand anlügt. Manche, die sagen auch einfach nichts und denken, dann haben sie wenigstens nicht gelogen. Aber genau das ist das, was man halt hier auch spürt. Oder wo man spürt, die Dinge laufen in eine andere Richtung und könnten eigentlich verbindlich schöner gestaltet werden. Hier geht es sehr um Kreisläufe in eurem Leben, wo ihr euch sehr in eine falsche Richtung vielleicht gedrängt gefühlt habt, wo ihr sehr viel Stress gehabt habt, emotionaler, finanzieller Art, Familienthemen. Hier haben wir am Ende den Ring, ne? Hier geht es auch um Unabhängigkeiten, die trotzdem Wachstum mitbringen. Also so, dass ihr für euch alleine hinstehen könnt. Kann hier natürlich auch finanzieller Art sein oder in Verbindung mit irgendwelchen Menschen oder da wir die Familienthemen dabei haben, auch hier. Ja, dass sich da jetzt etwas so formt, dass du hier nicht mehr alleine bist. Wir haben die helfenden Hände, die Erkenntnis, die den Fuchs ersetzt und dann auch das Beruhigen der Gangart, die hier liegt. Etwas läuft verbindlich besser, hier ausgelegt auch mit Wachstum. Wow. Ihr habt keinen Grund zur Sorge. Auch bei euch wird es sich beruhigen. Ich sehe natürlich mit dem Mond, dass da Sorgen sind. Die sind ja auch irgendwie immer da. Aber lasst sie nicht überhand nehmen. Es ist vielleicht auch viel selbst fabriziert. Das ist dann dieses Kopfkino, ne? Höre wieder mehr auf deine Intuition, die möchte auch hier verbindlich wieder mit dir sprechen. Sprechen, Kommunikation scheint hier an sich auch ein Thema zu sein. Und hier wird ein Kompromiss gefunden. Hier gehen die Waagschalen in die Ausgeglichenheit. Unten haben wir für euch noch das Ja. Und ein kleiner Hinweis noch, wenn ihr hier längere Zeit irgendwie mit Ämtern, Behörden zu tun hattet, kann auch finanziell oder partnerschaftliches Zeug sein, da kommt hier der Ausgleich, ne? Die Unterstützung, die Verbindlichkeit. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit. Die Legung hat mich selber sehr beglückt und ich werde sie auch jetzt öfters machen. Ich drücke euch, bis bald.